der THW Kiel überhaupt gegen Magdeburg antreten musste. Schlug Coach Philipp Liecher schon auf den Magen, dann kam auch noch der Ärger wegen einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung dazu. Doch auch Flensburg kam nur zu einem Remis. Sauer vor dem Spiel, sauer nach dem Spiel, Kiels Trainer Philipp Liecher. Getty Images. Philipp Liecher war nach dem 24:24 gegen den SC Magdeburg beim Kaltstart nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne. Ich bin enorm stolz, aber auch wütend. Es ist Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Wenn man bedenkt, dass sie bis Samstag auf der Couch gesessen haben, sagte der Trainer des Rekordmeisters THW Kiel und wollte sich einen verbalen Seitenhieb gegen die Bosse der Handball-Bundesliga nicht verkneifen. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. So behandelt man kein Mitglied der Handballfamilie. Ich wünsche das keinem und bin gespannt, welche Regelung getroffen wird, wenn es noch einmal zu einer solchen Situation. Obwohl die Kieler vor dem Spiel nur eine Trainingseinheit absolvieren konnten, hatte die HBL den THW-Antrag auf eine Spielverlegung abgelehnt. Wir stehen unter enormem Zeitdruck, aber die Spieler sollten nicht darunter leiden, dafür habe ich null Verständnis. Das ist gefährlich für den Körper, da muss man die Spieler schützen. Die fehlende Spielpraxis war dem Titelverteidiger im Topspiel gegen Magdeburg anzumerken. Es war ein extrem hartes Spiel, wir waren fast immer hinten, resümierte Kielkeeper Niklas Lang. Dennoch hätten die Kieler, die mit 23:3 Punkten auf Rang 3 vorrückten, die Partie sogar noch gewinnen können. Doch bei der letzten Angriffsaktion des THW gaben die Schiedsrichter nur Freiwurf statt Sieb. Das ist unglaublich. Man fühlt sich unfair behandelt, sagte Jecher. Flensburg batzt, Verfolgerduell geht an die Löwen. Der Schaden im Titelkampf hielt sich dennoch in Grenzen, weil sich der schärfste Rivale SG Flensburg an die Witt beim 27:27 gegen den TBV Lemgo Lippe ebenfalls einen Punktverlust leist. Mit 30:4 Zählern behauptete der Vizemeister die Tabellenführung vor den Rhein-Neckar Löwen. 25:9, die im Verfolgerduell bei den Füchsen Berlin einen überraschend klaren 29:23 Sieg feierten. THW Kiel, SC Magdeburg 24:24, 11:14, Tore. THW Kiel, Ekberg 8 Drittel, Dufniak 5, Reinkind 3, Sargosen 3, Weinhold 2, Winzig 2, M. Landin 1. SC Magdeburg, D. Bettersen 8, O. I. Magnusson 5 Drittel, Mertens 5, O'Sullivan 2, Steinert 2, Wesjak 1, T. Christiansson 1. Schiedsrichter, Mario Zubanowitz, Berlin. Martin Töne, Berlin, Strafminuten, 10:10 Disqualifikation, Krapkowski, 51. SG Flensburg-Handewitt, TBV Lemgo-Lippe 27:27, 14:12. Tore. SG Flensburg-Handewitt, Goller 6, Röth 6, Gottfriedsson 4, Larsen 4, Steinhauser 2, Halt 1, Johannessen 1, Indal 1, Swan 1, Wanne 1:1. TBV Lemgo-Lippe, Zerbe 7, Karlsbogart 6, Ellison 5 Drittel, Bayens 4, Guardiola 2, Hangstein 2, Dem 1 Schiedsrichter, Jakloperschewski. Berlin Nils Blümel, Wettstrafminuten, 4:4 TSV Hannover Burgdorf, HSG Nordhornwingen 31:22, 18:14, Tore. TSV Hannover Burgdorf, Büchner 6, Zete 4, Brozovic 3, Böhm 3, Hansen 3, Hanne 2, Jönsson 2, Bifnov 2, Mevers 1. HSG Nordhornwingen, R. Weber 5 halbe, Folitschek 4, Kalafut 3, Mikal 2, Sarah 2, Medema 1, Possil 1, Höhler 1, Stegefeld 1, Tewolbeck 1, Torbrügge 1. Schiedsrichter, Frederik Linker, Bochum. Sascha Schmidt, Bochum. Strafminuten, 8 Disqualifikation, Torbrügge, 47.3. Zeitstrafe, Bergischer HC, Haber-Weberlingen-Wallstätten 30:22, 14:11, Tore. Bergischer HC, Dai 6, Schmidt 5, Stutzke 5, Bobak 3, Arneson 2, Fratz 2, Gutbrot 2, Bergner 1, Bohnhuwe 1, Gunnarsson 1:1, Nikolaisen 1, Süchs 1, Haber-Weberlingen-Wallstätten, Scott 7, Gretarsson 5 Drittel, Zobel 4, Schoch 3, Lipovina 1, Thoman 1, Widerstein 1. Schiedsrichter, Thomas Kern, Bellheim. Thorsten Kuschel. Strafminuten,
2/4 die Eulen Ludwigshafen, TuS Essen 25-26, 10:11, Tore die Eulen Ludwigshafen, Meppes 5, Wagner 5, Scholz 3, Bührer 2, Dietrich 2, Neuhaus 2-1, Valolin 2, Durak 1-1, Falk 1, Klimek 1, Remling TuS Essen, L. Firnhaber 4, Klingler 4-1, Zeche 4, Becher 3, Kluth 3, Jus. Müller 3, Bayer 2-1, Chesney 2, Durchschiedsrichter, Tobias Tönjes, Stendal Robert Schulze, Magdeburg. Strafminuten, 10:14 Deutsche Presse.